willkommen zu einem neuen Video. Ich bin diesmal nicht alleine, denn ich bin mit der lieben Niki von dem Kanal Nikis Beauty Channel in London. Yay! Und was haben wir gemacht? Wir waren shoppen und es gibt auch noch ein Follow Me Round auf beiden Kanälen, also Follow Me Rounds. Und wir wollten euch in diesem Video zeigen, was wir geshoppt haben. Ein Teil gibt es auf meinem Kanal und am Ende des Videos führt ein Link direkt zu Nikis Kanal und da seht ihr den zweiten Teil. Wir teilen einfach alles auf. Es ist Primark dabei, es ist Boots dabei, es ist New Look dabei, es ist River Island dabei und der Disney Shop. Und ich glaube, das war's. Ja. Ich fange an mit New Look. Den Shop mag ich sehr gerne und finde es auch wirklich total schade, dass es den bei uns nicht gibt, weil der ist recht günstig und ich mag die Mode dort. Und das erste Teil, was ich euch zeigen möchte, ist dieses gestreifte Oberteil. Als hätte ich nicht schon 1000 andere. Das Besondere daran ist aber, dass es einen U-Boot-Ausschnitt hat, das die Schultern freilässt. Total schön, 12 Euro. Günstig. Ja, total. Da gibt es da einen Online-Shop davon nicht, ne? Ich glaube, es gibt einen. Echt? Ja, ich glaube schon. Habe ich aber noch nie bestellt. Wir machen weiter mit Primark bei mir. Ich fange an mit einem süßen Cardigan. Schaut mal, der ist hier so mint. Passend für den Frühling, habe ich mir gedacht. Mit so süßen Herzchen. Voll sehr schön. Und der hat 8 Pfund gekostet und ich fand den mega süß. Und auf deshalb musste der mit. Und Niki war auch kürzlich erst in Deutschland bei Primark. Und sie hat, ich war vorher nicht bei Primark, ja, aber sie meinte, dass es hier ganz andere Sachen gibt. Auf jeden Fall. Viel mehr Frühlingssachen und auch schon vor die Sommermode. Also echt geil. Cool. Und vor allem der Unterschied ist echt groß. Das nächste Teil ist ebenfalls von New Look. Und es ist eigentlich genauso wie das erste. Einfach nur in schwarz. Und auch das hat eben diesen weiten Ausschnitt hier oben. Und hat ebenfalls 12 Euro gekostet. Ich habe mir Papillotten gekauft. Ich habe die kleine Version schon gekauft und jetzt sind die etwas dicker vom Durchmesser her. Aber ich glaube, da sind auch 8 Stück, nee, es sind 6 Stück drin und die haben 1,50 Euro bzw. 1,50 Pfund gekostet. Und ich bin ja von den kleinen schon begeistert und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt einmal die größere mit für größere Locken. Ja, finde ich cool. Vielleicht werden es so Victoria's Secret Locken dann, einfach mal ausprobieren. Ihr wisst vielleicht, dass ich sau gerne Primark Lashes trage und zwar sind es die Zytree Lashes. Die sind echt richtig, richtig geil. Vor allem die schneide ich mir auseinander und dann schauen die richtig natürlich auch aus. Und die kosten hier in England 1 Pfund. Und mir hat jemand geschrieben, dass die aus dem Sortiment genommen werden. Und deshalb habe ich jetzt mal ein paar mitgenommen und kann die auch wirklich nur jedem empfehlen. Also falls ihr einen Primark habt und falls ihr die noch haben solltet, kauft sie euch. Und ja, man kann mit denen nichts falsch machen. Wahnsinn, 1 Pfund ist ja mega günstig. Sau günstig, mussten gleich alle mit. Ich bleibe bei New Look. Und eigentlich habe ich mir ein Bikini gekauft, weil ich hier schwimmen gehen wollte. Ich dachte, ich hätte es Niki gesagt, habe ich aber gar nicht. Den habe ich mir jetzt eigentlich umsonst gekauft, zumindest nicht für hier. Aber die Farbe ist geil. Dieser hier. So Koralle. Ja, voll schön. Und ist auch so ein bisschen an der Seite ein bisschen gepolstert, dass hier die Möppe so ein bisschen in die Mitte rutschen. Sehr schön. Und dazu natürlich noch passende Höschen. Ich habe ihn nicht anprobiert. Das Top hat 10 Euro gekostet und die Hose 5 Euro. Voll günstig. Ja, mega günstig. Also New Look. Ich war gar nicht dran an. Verdammt. Ja, ich mag die Farbe. Müsste ich ja ein bisschen braun werden dazu. Aber für heute Abend brauche ich ihn nicht, weil das Schwimmbad macht in 10 Minuten zu. Okay. Zu spät, aber die Farbe ist echt geil. Ja. Die gefällt mir auch gut. Als nächstes zeige ich euch eine Bluse. So schaut die aus. Ich fand die eigentlich ganz lässig. Die ist so blau gestreift und hat oben wie so eine kleine, ja, wie sagt man dazu, wie so eine Kesse rum. Und es geht hinten auch nochmal am Kragen entlang. Und dann hat sie hinten so einen kleinen Knopf. Und das hat 8 Pfund gekostet und für den Sommer fand ich das recht schön. Und ist auch so ein bisschen Marine, finde ich, wegen diesem Blau. Ich weiß auch nicht. Ja. Und hier vorne ist es auch cool geschnitten, weil das so ein bisschen fällt anders. Ja, ne? Genau. Finde ich auch sehr süß. I like. Und Streifen sind sowieso, glaube ich, dieses Jahr wieder voll. Ja, ich glaube auch. In. Voll in. Ich zeige euch noch einen Teil aus dem Disney Shop. Habe ich gar nicht für mich gekauft, sondern für meinen Neffen. Der ist nämlich gerade 4 Jahre alt geworden und ist der mega Spider-Man-Fan. Und da habe ich einmal so eine Brotdose, weil dieser Spider-Man-Hype kommt aus dem Kindergarten, weil er hat, glaube ich, noch nie was von Spider-Man geguckt, also kein Film oder so. Und damit will der King im Kindergarten. Aber hallo. Da bin ich ja wohl die endkrass coole Patentante. Und passend dazu, aber für zu Hause allerdings, eine Spider-Man-Tasse. Und wenn ihr mal guckt,
Da sind so... Die ist mega geil, Glitzer. Glitzerdinger drin und so Spinnen, die sich bewegen. Da freut er sich bestimmt mega, weil wenn ich zurückkomme, feiert er nämlich mit seinen Kindergartenfreunden seine Spider-Man-Party und dann kann er ganz cool mit seiner Spider-Man-Tasse angeben. Oh, voll süß. Der kleine Pimp. Wir machen jetzt das weiter mit Boots. Und zwar habe ich mir da Haargummis gekauft. So schauen die aus. Das sind so kleine, durchsichtige Haargummis. Die kennen vielleicht manche von den Zahnspangen. Also ja, ich dachte auch eben erst, das wäre sowas. die man sich hier so reinhakt. Aber die kann man halt sehr gut verwenden, wenn man zum Beispiel so einen Flechtzopf macht und so einen Gretchenzopf und man lässt ihn halt dann verschwinden. Der ist halt dann so leicht durchsichtig und so ganz dünn und dafür finde ich die perfekt. Und die haben gekostet 1,55 €. Ich habe mir, weil ich dachte, wir gehen noch schwimmen heute Abend, Rasierer, habe ich vergessen, mitgenommen. Von Gillette Simply Venus. Ich weiß gar nicht, ob es die bei uns gibt in Gelb. Habe ich noch nie gesehen. Ja, aber ich glaube, ich lasse es jetzt heute Abend. So. Lustig, weil ich habe nämlich auch Rasierer mitgenommen. Und zwar auch von Simply Venus, allerdings in Türkis. Da ist in Gelb, ne? Ja. Die habe ich sogar zu Hause. Echt jetzt? Und die waren eigentlich relativ günstig. Da sind jetzt halt 4 Stück drin und die haben 2,80 € gekostet. Und ich bin gespannt, die sind auch noch mit Aloe Vera und ich glaube, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn die dann so Aloe Vera noch drin haben für die Pflege danach zum Beispiel. So, ich zeige euch noch einen Teil von Boots und dann geht es schon weiter auf Nikis Kanal. Ich habe auch mein Deo vergessen und da wir morgen ja Heidi Klum treffen, dachte ich, wäre schlecht, wenn ich da stinky-winky hinkomme. Und da habe ich mir 2 Deos gekauft. Eins davon zeige ich euch jetzt, ein anderes dann gleich bei Niki. Und zwar habe ich mir einmal, ich kenne die Marke nicht, Jardley London English Rose. Schaut schön aus. Body, Deodorizing Body Fragrance. Ja, es riecht eigentlich nach Oma, aber naja. Aber schön nach Rose. Ja, so Rosen-Oma-mäßig. Aber ich glaube, es ist ganz nett. Die Verpackung ist toll. Ja, ja, finde ich auch. Und was da sonst noch so drin ist, das zeigen wir euch jetzt in dem Video von Niki. Und dann gibt es auch noch weitere Sachen von New Look und River Island und Primark. Und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, was wir sonst noch gekauft haben, wie eben schon angekündigt, dann klickt mal hier unten auf Nikis Bild. Da findet ihr den Haul aus London Teil 2 und wie gesagt, schaut bei Niki vorbei, lasst ihr ein Abo da und dann sage ich euch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.